Ja, wir sind gerade in Apulien und wir fahren jetzt 2 Stunden noch Richtung Brindisi. Es sind heute 41 Grad, ohne Klimaanlage. Mir läuft schon die Brühe. Ja, aber da haben wir ein Ferienhaus gemietet mit meiner Familie. Wir sind 10 Personen, wir haben einen Pool und da wollen wir jetzt die nächsten 9 Tage verbringen. Also wenn ihr Lust habt auf ein bisschen Italien-Flair mit Großfamilie, dann bleibt gerne dran. So, wir sind angekommen in der Nähe von Brindisi an einer großen Unterkunft für die nächsten fast 10 Tage. Wir haben einen Pool, wir haben ein großes Haus und ich führe euch hier mal rum. So, das Haus hat insgesamt ganz schön viele Zimmer und hier sind wir jetzt im Wohnzimmer. Hier ist die Küche. Schlafzimmer 1, Schlafzimmer 2, Schlafzimmer 3, Schlafzimmer 4, Badezimmer und dahin. Schlafen Melli und ich im Wohnzimmer. Was? Und wir haben uns jetzt fertig gemacht und gehen jetzt zum Strand. Dann nehmen wir euch jetzt mal mit. In die andere Richtung, ne? Weiße Müll da am Meer. Also ich habe viel Müll gesehen, ja. Wir können noch mal gucken gehen. Da kann man ja kurz gucken. Schön ist was anderes, oder? Wir sind hier in der Nähe von Brindisi. Und ich muss sagen, ja, es ist. Kannst du nochmal schreiben, welcher Strand das ist? Ja, genau. Schreibe ich euch oben nochmal hin. Hinschreiben. Das ist halt ein ganz normaler Strand. Das ist jetzt nichts Besonderes, also nichts, weswegen ich jetzt 2000, 3000 Kilometer in den Urlaub fliegen würde. Ja, wenn man hier in der Gegend ist, ist es trotzdem ganz. Kann man sich das mal angucken. Ich hoffe aber, dass der Plan für heute Abend steht, weil dann wollen wir nämlich in ein schönes Städtchen gehen. Und das zeigen wir euch gleich. Jetzt ja, genießen wir erst nochmal ein bisschen die letzten hellen Stunden hier am Strand und melden uns dann gleich wieder. Das Leben hier in Italien findet im Sommer vorwiegend nachts statt. Es ist jetzt abends um 10, wir haben jetzt alle gegessen und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Messagna. Das ist ein kleines, süßes Städtchen und ja, da macht sich jetzt die Jugend auf den Weg. Die Älteren bleiben hier und wir gucken mal, was wir da so erleben. 350 Meter rechts abbiegen. So, Nusa bleibt heute hier. Wir lassen sie mit Oma und Opa. Und dann kriegt sie von mir noch eine Belohnung. Guck mal. Bello ist, wir standen in Apulien und wir wollten schon immer mal hierher kommen, vor allem wegen diesen Trulli-Häusern, die ihr wahrscheinlich schon mal gehört habt oder von, ja, die ihr auch schon mal wahrscheinlich gesehen habt. Das sind ganz kleine kegelförmige Häuser, die einfach nur aus Stein gebaut worden sind, also ohne Mörtel und
Trockenbau und das hat den Hintergrund, dass damals der Graf, der hierfür zuständig war, keine Steuern zahlen wollte. Und deswegen hat er seinen Bewohnern gesagt oder seinen Untertanen gesagt, sie sollen Stein auf Stein einfach ja, setzen. Und sobald dann der König vorbeikommt oder die Steuern eintreibt, um zu gucken, ja, wie viele Häuser hier stehen, dann können sie ja die Steine quasi wieder runternehmen und es stehen keine Häuser da und somit mussten keine Steuern gezahlt werden. Also eine ziemlich clevere Idee, wie ich finde. Und die Bauten sind so spitzförmig gebaut. Das hat zum Beispiel den Grund, dass im Winter es sehr lange warm drin war und im Sommer war es kühl. Das hängt natürlich auch mit den Dicken der Steine zusammen. Aber ja, die heiße Luft konnte nach oben absteigen, wenn man zum Beispiel im Winter gekocht hat und man hat ein Feuer gemacht, dann ist die heiße Luft einfach nach oben abgestiegen. Die ganzen Dächer hatten auch einzelne Symbole. So hat man früher keine Hausnummern benutzt, sondern man hat die Familien bzw. die Bewohner an den einzelnen Symbolen erkannt. Und mittlerweile sind die Trulis hier in Arbelobello, ich schreibe euch mal das Viertel hin, wie das heißt, nicht mehr wirklich bewohnt. Das ist eine ganze Touristenattraktion und man merkt halt, es ist ja schon sehr viel Kommerz einfach dahinter. Viele Restaurants, Souvenirshops und jeder möchte irgendwas verkaufen. Nichtsdestotrotz war es eine richtig schöne Atmosphäre, klasse Licht und wir haben es echt genossen, da zu sein. Falls ihr Trulis sehen wollt, die nicht so von Menschenmassen überrannt werden, dann müsst ihr euch außerhalb von Arbelobello die Trulis anschauen. Und ich habe auf meiner Recherche erfahren, dass es halt auch in Deutschland Trulis gibt. Zum Beispiel in der Pfalz, aber auch in vielen anderen Dörfern. Also wer sich dafür interessiert, muss gar nicht bis hier runterfahren, sondern kann auch das ein oder andere kleine Trulihäuschen sich anschauen in Deutschland. Also ich hoffe, euch hat das hier gefallen, genauso wie uns. Wir sind richtig begeistert und ja, jetzt laufen wir hier noch ein bisschen weiter rum und genießen das schöne Wetter und die Trulis. Wir haben einen richtig coolen Mixer gefunden, der perfekt für das Leben im Van ist. Und wir zeigen euch jetzt gleich ein paar tolle Rezepte, die man mit diesem kleinen Mixer machen kann. Der Blendigo 2 ist ein starker kabelloser Mixer, der per USB aufgeladen wird und der kann Eiswürfel, gefrorene Früchte und Nüsse mixen. So wie bei unserem ersten Rezept. Wir machen Eiswürfel, Bananen, Blaubeeren, bisschen Erdnussbutter und Hafermilch hinein und mixen das Ganze und das ist auch richtig schnell fertig. Der Mixer ist auch richtig schnell gereinigt und somit bereit für unser zweites Rezept, nämlich Eiskaffee. Und zwar schütten wir da Kaffee auf Eiswürfel, geben noch ein paar Eiswürfel in den Mixer hinein. Falls der Blendi mal nicht so will, wie er soll, dann einfach kurz auf den Kopf stellen, schütteln oder ein bisschen Hafermilch hinzugeben. Wir haben noch ein paar Bananen dazu gegeben und hatten jetzt einen richtig leckeren Bananenshake mit Kaffee. Ja, das hier sind die Zutaten für den Hummus, das kann der Blendigo 2 nämlich auch machen. Alles schön mixen, ab in ein Glas, ein paar Sesamkerne oben drüber und fertig ist der Hummus. Ja, und falls ihr das Ganze ausprobieren wollt, dann könnt ihr mit Reise 15 15% auf den Mixer sparen. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Das war's jetzt mit Arbelobello. Es war richtig schön bei den Trulis und jetzt geht's aber nach Ostuni und deswegen ab zum Auto. Die wichtigste Attraktion von Ostuni ist die hervorragend erhaltene Altstadt mit ihrem Gewirr von Gassen und Stiegen zwischen den typisch weiß gekalkten Häusern. Das Zentrum der Altstadt bildet die Piazza della Libertà an der Grenze von Alt- und Neustadt. Dort befindet sich in einem ehemaligen Kloster das Rathaus der Stadt und die barocke Oronzo-Säule. Kennt jemand die Oronzo-Säule? Wer kennt sie nicht? Also ich dachte Oreo. Oreo-Säule hätte ich gekannt. Weitere Sehenswürdigkeiten sind die Kathedrale der Stadt und die Barockkirche Santa Maria Maddalena. Sehenswert ist auch das Museum. Ganz langes Wort. Civita irgendwas. Welches mit einem Einblick in die präantike Landwirtschaft des westlichen Mittelmeeres aufwartet. Die Haupteinnahmenquellen des Ortes sind Tourismus, Weinanbau und Oliven. Es gibt immer ein Fest, so am 25. bis 27. August wird richtig dolle gefeiert. Und ja, das war's schon. Ich bin mal gespannt auf Ostuni. Ja. Ja. Ja, war deine Brille. So, also, uns ist gerade eben das Mikrofon kaputt gegangen. Ist nämlich runtergefallen. Hier im Auto. Deswegen nehmen wir jetzt mal mit nicht so gutem Ton auf. Wir kümmern uns dann ab dem nächsten Video um besseren Ton.
Ja, wie ihr seht, sind wir wieder in unserer Unterkunft und es ist mittlerweile der nächste Tag, denn wir konnten gestern auf einmal nicht mehr weiter filmen, denn ja, nicht nur das Mikrofon hat sich irgendwie verabschiedet und ist kaputt gegangen, sondern ich hatte 3 volle Akkus dabei und die waren auf einmal alle leer. Das heißt, unsere Geräte brauchen wohl eine kleine Pause. Genau, also gestern Abend war es auf jeden Fall mal richtig schön in Ostuni. Umso später es wurde, umso mehr war los. Wir waren schön essen, also richtig, richtig, richtig schöner Ort. Können wir auf jeden Fall weiterempfehlen. Aber wir verabschieden uns jetzt zu unserer kleinen Sommerpause. Ja, wir sind jetzt den ganzen August erstmal offline, zumindest hier auf YouTube, und werden uns dann irgendwann im Laufe des Septembers wieder melden. Und ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir konnten euch ein paar schöne Eindrücke aus Apulien zeigen. Und vielleicht habt ihr auch Lust, nach Apulien zu reisen. Schaut gerne in der Videobeschreibung nach, da schreiben wir euch die Top-Strände hin und auch die Städte, in denen wir waren. Und ja, wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Sommer und ja, wir sehen uns dann im Herbst wieder. Buongiorno, sono. C'è un incendio. Mi sente? Nee, aufgelegt. Hey, was ist da los? C'è un incendio, già. È stato comunicato? Sì, è stato comunicato. Ok, allora. Ci sono già le persone che vanno là, no? Sì, sì. Ok, ok. Grazie, bene, arrivederci. Ciao, ciao. Und hat, wussten ja, schon die Bescheid, wussten, ja? Ja? Ja, wusste schon die Feuerwehr. Guck dir das mal an, Alter, das breitet sich aus. Ja, die haben dich schon angerufen, oder? Jemand hat dich schon angerufen. Ja, das sieht man ja auch. Guck mal hier. Aha.